Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal waren wir gerade dabei, die übrigen Nebenaufgaben hier von Gloucester Shire abzuschließen. Und wir haben aufgehört wieder mit so einem kleinen Steinmännchen, das dieses Mal zum Glück wesentlich einfacher war als die anderen. In der Zwischenzeit war ich einmal kurz ein bisschen angeln, und zwar hier oben am Hafen von Legrakester. Da habe ich gelesen, gibt es hier einen wirklich guten Ort, um die kleinen Flusswelse zu angeln. Beziehungsweise angeln muss man sie gar nicht mehr so richtig. Man kann sie auch einfach mit Pfeilen abschießen. Und dadurch, dass wir die Fähigkeit haben, dass Sühnen uns alle Beute sofort bringt, ja, ist Sühnen immer gleich hingeflogen, hat sich den Fisch geschnappt und den zu uns gebracht, was sehr, sehr schnell ging. Dadurch können wir dann gleich hier die 10 kleinen Flusswelse noch in Grantabrikschir abgeben, um auch diesen Schier dann zu 100% abzuschließen. Und wir können auch gleich dann am Ende nochmal hier herunter, um auch diese Opfergabe bereitzustellen und auch nochmal 10 kleine Flusswelse zu spenden. Das ist soweit alles vorbereitet. Deswegen würde ich sagen, reiten wir noch runter, schnappen uns hier die Sidequest, hier das Artefakt. Und dann haben wir hier in Gloucestershire hier auch alles abgeschlossen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und dann bin ich auch wirklich gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil... Hati möchte nicht. Weil dann haben wir, glaube ich, nur noch Snottinghamshire und Wincaster und auch Hamtungshire. Also Hamtungshire ist ja der Shire, in dem Wincaster liegt, und Snottinghamshire ist da ein bisschen über Schrobeshire gewesen. Ich glaube, von der Stärke her wäre das dann der nächste Shire, aber wir gucken einfach gleich mal, wie das aussieht und was Rand wieder noch so zu sagen hat. Oh je, oh je, oh je. Du gebierst gleich ein Kind. Wo ist die nächste Heilerin? Ich bringe dich hin. Ich brauche keine Heilerin, Schätzchen. Ich muss nur auf diesen Hügel. Den Rest schaffe ich allein. Was? Da oben hin? Und das in deinem Zustand? Ja. Oh, wenn's sein muss, roll ich wie ein Fass nach oben. Es ist zu weit. Auf Oh die Art Gott, oh wirst du nur Gott. deinem Kind schaden. Ich bringe dich mit dem Pferd dorthin. Oh, du musst mir nicht helfen. Aber einem geschenkten Dänen schaue ich nicht ins Maul. Es ist ehrlos, eine schwangere Frau sich selbst zu überlassen. Warum ist der Vater des Kindes nicht bei dir? Der Vater des Kindes ist ein Gott. Mokkos, der Waldgott, sah mich zur Sonnenwende und verführte mich mit einem Lied. Ein Gott hat dich gepflückt. Ja, ist das so überraschend? Maria empfing Christus durch Gottes Berührung. Und ein nordischer Gott schlief mit einem Pferd. Loki, wir werden verfolgt. Warte. Oh nein, Wölfe. Und wir haben keine Pfeile. Ich kümmere mich kurz um die. Oh, ja, super gut. Geht's dir gut? Böser Wolf. Alles okay? Loki. Und da war ja auch gerade ein Pferd. Du wurdest aber nicht von einem Pferdegott bestiegen, oder? Nein, das war ein waschechter Mann. Ein göttlicher Mann. Sicher kein Sterblicher. Aber ich habe ihn nicht bei Tageslicht gesehen. Also, wer weiß. Ein außereheliches Kind. Ich sollte es hier draußen großziehen. Nicht dem Tratsch der Stadt aussetzen. Die würden sich das Maul zerreißen. Ich schlafe mit Waldgöttern und lebe in der Wildnis. Ich sollte mich Zauberin nennen. Was meinst du, Schätzchen? Ist das alles, was es braucht, um Zauberin zu werden? Es ist nicht mehr weit, Schätzchen. Du kannst mich auf den Stufen des Tempels lassen. Der Rest kommt von alleine. Ich lasse dich nicht allein. Du könntest verbluten oder von Wölfen gefressen werden. Wenn dein göttlicher Liebhaber nicht kommt, führe ich dein Kind auf die Welt. Der wird kaum kommen. Ich lief fort nach unserer Begegnung. Danke, Schätzchen. Du bist netter zu mir als meine eigenen Leute. Na dann, kommst du mit? Oder soll ich dich noch ein bisschen näher ranbringen?
haben es zum Schein geschafft. Glaubst du, der überirdische Vater wird uns hier finden können? Der Vater ist kein Gott, nur ein gewöhnlicher Mann, dem auch langweilig war. Er wird nichts von dem Kind wissen wollen. Verstehe. Dann kümmern wir uns um das Kind. Atme tief durch. Versuche dich zu entspannen. Das wird eine Weile dauern. Ich baue ein Zelt. Das hast du großartig gemacht. Ein gesundes, kleines Mädchen. Hör nur, wie sie schreit. Kriegerlunge. Ein Mädchen. Ich kenne mich nicht mit Kriegerinnen und ihren Namen aus. Was ist mit deinem Namen? Die kleine Eivor? Ermina, ich habe überall nach dir gesucht. Bran sagte, du seist fortgerannt. Ich fürchtete das Schlimmste. Ist das... Das ist ein göttlicher Liebhaber? Ich bin enttäuscht. Göttlicher Liebhaber? Willst du mir schmeicheln oder machst du dich über mich lustig? Geh, Mokkos. Unsere Familien würden uns nie ihren Segen geben. Und wenn du deinen Ruf bewahren willst, vergisst du mich lieber. Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Mein Ruf schert mich nicht. Und wenn wir nur uns und eine Waldhütte haben, dann sei dem halt so. Eine Hütte im Wald klingt passend für eine Zauberin und ihr Kind. Die Göttin der Geburt, eine super interessante Sidequest. Richtig groß aufgezogen. Und auch sehr passend, dass die kleine Eivor heißt. Sie hatte jetzt auch schon vor der Geburt einen kleinen Vorfall mit einem Wolf. Oje, oje. Aber zum Glück ist alles gut gegangen. Dann ziehen wir mal weiter. Zum Glück sind gleich hier die nächsten Schätze, die wir wollen. Einmal die Maske hier oben und einmal die kleine Truhe da unten. Ach ja, und der Opal. Nehmen wir auch mit. Ah, ein Brief. Vermerkt zu einer Maske. Trotz meiner Hoffnungen scheint diese Maske wohl doch nur ein Hirngespinst zu sein. Schade. Ein verzauberter Gegenstand, mit dem man zwischen Welten wandeln kann. Ich habe jedenfalls diese Hügel gründlich durchkämmt, doch nun gehen meine Vorräte zur Neige und mein Rücken schmerzt. Ich komme nach Hause. Bran. Ah. Der hat die Maske nicht gefunden, weil sie irgendwo hier unten ist. Zusammen wahrscheinlich auch mit der Truhe. Hier ist nichts, was man aufsprengen muss. Hier oben sieht man auch nichts. Dann gehe ich mal davon aus, dass es hier unten irgendwo was geben wird. Um dorthin zu kommen. Ah, ein kleiner Riss in der Mauer. Ja, hier unten ist sie doch. Kein Hirngespinst. So, das war das letzte Artefakt. Und ich glaube, dann müssen wir jetzt nur noch das Opfer mit den kleinen Flusswälzen bringen. Dann reite ich nochmal schnell hier runter. Genau, das ist das Letzte. Schnapp mir noch den kleinen Schatz, an dem wir vorbei sind. Und dann haben wir in Gloucestershire alles abgeschlossen. Perfekt. Dann sehen wir uns gleich unten am Altar. Ja! Und da wären wir auch schon wieder. Super, damit ist Gloucestershire auch vollständig abgeschlossen. Und jetzt ziehen wir gleich weiter zum Altar in Grantabrickshire und werden das auch dort abschließen.
Ach, es ist einfach schon so lange her, seit wir hier in Grantabrik Schier waren. Es ist unfassbar, wie lang und groß dieses Spiel einfach ist. Und ich glaube, da waren noch ein paar Banditen übrig. Aber das Abenteuer ist gigantisch und ich bin echt gespannt, wenn noch zwei weitere DLCs kommen werden. Also ich glaube, dass wir echt ein ganzes Jahr lang dann dieses Let's Play am Laufen haben und wahrscheinlich auch die 200 Folgen knacken werden. Wir sind ja jetzt schon auf einem guten Weg dahin. Es könnten sogar fast 300 Folgen werden. Na, mal gucken. So. Dann können wir uns jetzt auch endlich mal um diesen Altar hier kümmern. Oh, Pfeile. Sehr wichtig. Genau, das haben wir damals gelesen. Die nordische Opfergabe. Sollten wir auch mal darbieten. Ja, sehr schön. Und nach langer, langer Zeit haben wir damit auch Grantabrik Schier endlich zu 100% abgeschlossen. Und jetzt können wir, glaube ich, von hier oben gleich mal einen Blick auf Frefnatop werfen. Das müsste nämlich genau das da unten sein, was wir sehen. Ich muss sehen, was du siehst. Ja, mit dem Langhaus sieht das schon wirklich sehr, sehr stattlich aus. Schon ein großes Dorf, was wir da aufgebaut haben. Dann würde ich sagen, können wir, wenn wir schon so nah dran sind, eigentlich gleich zu Fuß dahin laufen. Und einmal wieder von der Klippe springen, wo wir den Todessprung gelernt haben. Den macht Eivor mittlerweile auch sehr, sehr mutig. Ja, richtig schön. Gefällt mir sehr. So, wie machen wir? Ah, Gunnar ist zurück. Sieh an, sieh an. Schön, Sigurd wieder dort zu sehen, wo er hingehört. Ja. Zeigst du mir deine Waren? Genau. Mit welchen Waffen kämpfen wir denn jetzt als nächstes? Ich glaube, dadurch, dass die Schwerter so einen komischen Effekt haben und die Äxte, die haben wir letztens erst getestet. Vielleicht wechseln wir mal auf die Speere. Ist das das, was du suchst? Da können wir dann eigentlich die benutzen, die wir schon hatten. Und zwar Tempo wird durch Ausweichen erhöht und Angriffsschaden wird von hinten erhöht, wenn wir ausweichen. Genau, diese zwei. Das wird dir gut dienen, Eivor. Es betrübt mich, dich wegzugeben, aber du wirst mich stolz machen. Okay, der Katfeichspeer ist jetzt auch auf Mythisch. Du hast ein Auge für hohe Güte. Leider hat er sein Aussehen nicht mehr verändert, aber wir können mal gucken, wie das bei dem Fjordspeer dann aussieht. Der wurde dann noch ein bisschen vergoldet. War's das? Das war's erstmal, vielen Dank. Ich muss los, bis bald. Bis zum nächsten Treffen. Dann rüsten wir die auch gleich noch aus. Den Fjordspeer in die Haupthand.
Und dann werden die auch noch schön gepusht. Oh! Wir haben keinen Titan mehr. Okay, schlecht. Aber ich denke, so reicht uns das auch erstmal. Die zwei starken Speere, die wir benutzen können, auch wieder sehr passend, wenn Eivor ja Odin verkörpert. Oh! Willkommen, Björn. Ich hoffe, du findest im Rabenclan eine neue Heimat. Das hoffe ich auch. Ich richte mich gleich ein. Schön, hat er doch hierher gefunden. Ja, nicht nur die unterschiedlichen Tiere kommen hierher, sondern auch neue Freunde und Verbündete. Das ist doch schön. Also, Randvi, was haben wir zu tun? Guten Tag. Ich kann kaum beschreiben, was in Gloucestershire geschah. Ich denke, du wirst es früh genug erfahren. Haben wir denn ein Bündnis mit ihnen? Ja, die Belohnung für unseren Schmerz. Tja, jetzt ist nur die Frage, mit wem haben wir kein Bündnis in Englerland? Das sieht schon richtig gut aus. Und wir haben auch wieder 100 Rohmaterial bekommen. Das heißt, 300 müssten wir mit uns tragen. Ein bisschen können wir Refnatop auch wieder aufwerten. Schauen wir nochmal, was zur Auswahl steht. Was siehst du da oben, Sönin? Karishaus, der Viehhof. Ich dachte, die hätten wir schon mal erweitert. Vieh- und Getreidehof. Aber dann machen wir das doch so. Oh, Pupsi. Versteckst du dich vor der Sonne? Genau, ja, 300, perfekt. Oh, das sieht gut aus. Hier mit dem kleinen Feld. Wirklich schön. Hier ist auch noch ein Brief für uns. Höcks Merkblatt. Samen auf Krabbeltiere untersuchen. Felder für Gerste, Hafer, Roggen kennzeichnen. Thekla fragen, was sie dieses Jahr an Weizen braucht. Mit Gunnar Flugklinge überprüfen. Ja, die sind alle sehr fleißig hier. Brief von Gudrun an Runa. Ah, das mit den Kindern, ja. Das haben wir doch schon mal gelesen. Dann hier noch den Viehhof. Verbessert den Fernkampfschaden, alles klar. Schön, aber die Leiste von Refnatop, die füllt sich so langsam. Das ist... Ich glaube, da muss man echt alles aufbauen, damit das auf Stufe 6 kommt. Strecke deine Flügel, Sönin. Vielleicht noch Karis Haus. Und da hinten ist dann das Haus für Hunwald und Swanhild. Auch schön. Ja, machen wir gleich hier noch weiter. Oh, plus 3,8 Attentatsschaden. Sehr schön. Eivor, ich bin Swanhild. Swanhild, hi. Bist du auch schon hierher gekommen? Swanhild, du hast es geschafft. Allerdings. Ich sollte Hunwald einen Brief schicken und es ihm mitteilen. Du weißt, wie er sich um mich sorgt. Er vermisst dich, so viel ist sicher. Aber als alter Mann darf er sich nicht von seiner Trauer vereinnahmen lassen.
Hoffentlich geht es ihm gut. Ich liebe diesen Kerl, aber ich fürchte, die Bürde lastet zu schwer auf ihm. Er wird es durchstehen. Er hat das Herz eines Anführers. Jetzt komm erst mal an und erkunde dein neues Zuhause. Ja, so viele neue Leute. Schön. Okay, dann auf zu Randvieh und dann schauen wir uns mal die Bündniskarte nochmal genauer an. Oh, wobei wir können auch Heitam, glaube ich, noch ein paar Schriftrollen geben. Bringst du mir da etwas? Ja, ich glaube schon. Ach nein, reicht leider noch nicht aus. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ja, das muss Heitam sehr häufig hören von Eivor. Er kommt rein und sagt, ich muss gehen. Los! Dann wollen wir mal sehen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Also, was haben wir denn? Nur noch Nottinghamshire für 250, Winchester für 250 und Hamptonshire ist noch nicht auswählbar. Dann hören wir doch mal, was sie über Nottinghamshire zu sagen hat. Ich habe einen besonderen Ruf aus Nottinghamshire im Norden erhalten. Von deinem alten Freund Willi. Willi? Den Namen habe ich schon 10 Winter oder mehr nicht mehr gehört. Wie geht es ihm? Gut scheint es. Willi bittet dich, an Festmahl und Feierlichkeiten zu Ehren seines Vaters Jarl Heming teilzunehmen. Eine willkommene Einladung. Es wird schön sein, ihn wiederzusehen. Es lohnt sich auch anzumerken, dass sein Vater ein mächtiger Verbündeter wäre. Reist du hin? Auf jeden Fall. Ich werde noch heute nach Nottinghamshire aufbrechen. Schön, Sie werden sich freuen. Sehr gut. Haben wir eigentlich noch einen neuen Brief bekommen? Nein, hier gibt's nichts. Okay. Wir können einen Kürbiskopf ablegen. Ja. Den haben wir aus Gloucester mitgebracht. Okay, dann ist hier auch alles soweit vorbereitet. Und wir können nach Nottinghamshire aufbrechen. Von wo machen wir das denn? Ich glaube, das lag, wie gesagt, gleich hier oben. Und wir könnten von Legacaster hier aufbrechen. Oder von, oh, das würde mir auch gefallen, von Rheopedun aus. Da waren wir schon lange nicht mehr und dann drehen wir hier erstmal so unsere kleine Runde nach darüber. Das finde ich ist ein guter Plan. Ah, Rheopedun. Mit einer der ersten großen Städte, die wir mal erforscht haben. Okay, wo können wir jetzt runterspringen? Ist da hinter uns der Haufen gewesen? Ja. Glück gehabt. Hier in der Kirche haben wir Eva kennengelernt. Das heißt, wir brechen hier einmal auf und ziehen gleich darüber. Ah, Hattie möchte nicht. Ach ja, stimmt. Und hier oben in den Hügeln hatten wir den Zaubertrank des wundersamen Reichtums getrunken. Also es ist schon abgefahren, was man hier einfach bereits erlebt hat und welche Orte man mit welchen Ereignissen verbindet. Richtig schön. Dann gleich mal hier auf die Insel zu dem Baden und weiter nach Nottinghamshire. Hier!
Hier scheint es auch wieder ein bisschen kälter zu werden. Ja, die ersten Schneeflocken wehen uns schon entgegen. Wo sind wir hier? In einem kleinen Gebiet mit ein paar kleinen Schätzen. Und hier, wow, das leuchtet ja ganz schön krass. Hier lauert toll verfluchtes Verderben. Mit einem Fluch sogar. Irgendwie unter uns. Wie kommen wir nach da unten? Hilf mir, sei meine Augen. Von hier sieht man irgendwie keinen Weg nach unten. Hier unter dem Geröll vielleicht? Okay, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen suchen. Ah! Sehr schön, Sühnen. Wahrscheinlich einfach von hier. Los! Aber gefällt mir. Hat schon wieder so ein Flair wie von Jofovic-Shia. Oh ja, das sieht gut aus. Hier ist Truhe Nummer 1. Ist ein Schlüssel. Okay, wie kommen wir an den ran? Ah. Einfach hier rüber, okay. Sehr schön. Titan, das ist uns ja erst ausgegangen. Nehmen wir dankend mit. Und dann... Ich weiß nicht, dort weiter oder dort weiter? Hier gibt es so viele Wege. Aber wenn man mal Eisen braucht, dann könnte man hier auch wahrscheinlich sehr, sehr gut das Ganze farmen. Warnung, wenn du dies liest, musst du verschwinden. Dieser Ort, dieses verlassene Grab wird dich in den Wahnsinn treiben. Ich schreibe dies, während mir das Blut meiner Brüder über die Fingern rinnt. Etwas, jemand hat Besitz von mir ergriffen. Ich kann es nicht erklären, doch es gibt auch anderswo Schätze. Dreh um, solange du noch kannst. Blauen Täuschling? Nee, den werden wir nicht essen. Wahrscheinlich haben das aber die anderen getan. Sehr schön, hierfür brauchen wir den Schlüssel. Wo ist der Fluch? Irgendwo da oben. Sehr gut, einen Tungstenbarren. Da oben bist du. Viel besser. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir sogar gleich aus dieser Höhle alles eingesammelt. Oh, Speerspitze. Das klingt schon alles richtig gut. Ich würde sagen, wir
werden einmal hier am Rand des Flusses entlang reiten und uns da oben mal die Sidequest noch genauer anschauen. Wenn wir hier wieder ohne weiteres rausfinden. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Aber das sieht gut aus. Sehr schön. Tageslicht. Ah, super. Und Hati wartet auf uns. Ah, das war aber der Ausgang dann. Okay. Ja. So, dann reiten wir hier mal entlang. Was ich mich gerade noch frage ist, hat Eivor immer noch den Mantel aus Glowcaster an? Nein, hat er nicht. Okay. Der Wald von Shirvudu. So viel Wald ist hier aber gar nicht mehr. Hier! Ah, vielleicht fängt er auch erst hier an. Oh oh. Frieden. Dein Tod wird gerecht werden. Unsere Körper mögen gebrochen und unsere Taschen leer sein. Doch unsere Seelen werden aufblühen. Du wirst nicht vergessen. Was ist hier geschehen? Ein Angriff schlug fehl. Wir trafen auf mehr von Kausantins Pikten als erwartet. Die Reichen haben immer mehr. Sowohl Geld als auch Speere. Meine Männer waren nicht bereit. Wir wurden überrascht. Doch es ist noch nicht vorbei. Sie wissen, dass ich noch lebe. Ach, noch mehr Pikten! In die Schlacht! Die Geister meiner Männer sind bei mir und mein Geist ist bei ihnen! Du wirst dich verwandeln! Dann helfe ich dir doch gleich mal. Oh, ich habe vergessen, wie mächtig sich die Speere einfach anfühlen. Alles okay? Die Gefahr ist gebannt. Was für ein Kampf! Der Piktenkönig Kausantin wird morgen einen leichteren Geldbeutel haben. Danke für die Hilfe. Nenn mich Eivor. Rhys der Name. Rhys Shearwin. Weißt du, wir könnten noch jemanden wie dich in unserer fröhlichen Bande gebrauchen. Dank uns werden die Armen reicher und die Reichen ärmer. Wir haben ein Versteck in den Wäldern. Komm doch mal auf ein Ale vorbei. Vielleicht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Okay. Ein Versteck im Wald. Klingt spannend. Verstehe, das sind also die Leute von Robin Hood. Spielt das zu der Zeit oder sind wir noch ein bisschen zu früh in dem Zeitstrang? Weil eigentlich ist Nottingham, ja, man kann schon vom Namen her irgendwie ableiten, dass das das Nottingham ist. Aber dass hier schon die Leute aktiv sind von Robin Hood, werden wir mal sehen. Auf jeden Fall verspricht es, spannend zu werden. Und dann würde ich auch sagen, beenden wir die Folge doch einfach hier und erforschen den Shire dann ganz frisch in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.